Hallo und herzlich willkommen zu Brief Edge, einer weiteren Folge. Frank hat, okay. Wir nehmen in dieser Folge mal Frank mit. Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß es gar nicht. So. So, Frank. Mein Freund. Du bist frei. Ich weiß nicht, ob wir den mitnehmen können auf dem Moped. Ich glaube nicht. Kann ich den einfach so anfassen und dann losdüsen? Ja, hui! Geht das? Ich nehme ihn mit. Ich hoffe, ich habe ihn noch. Ich halte die Maustaste gedrückt. Wo ist er? Nein, Frank, wo bist du? Frank! Komm mit! Bitte! Lass mich nicht im Stich. Hallo! Komm, wir düsen. Los, 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 Frank, los. Ich beeil mich. Hui! Wir kommen aber nicht näher, ne? Nein, er blockt uns. Warte mal. Huf, wo ist er hin? Nein, Frank! Okay. Doch, jetzt geht's. Wenn ich so düse, geht's. Wenn ich so düse, geht's. Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Na! Wo ist er? Frank, nein, wo bist du? Nein! Frank, wo bist du? Frank! Wo ist er hin? Na, wo ist er? Frank? Ja, ja, Gefriergefahr. Ich habe gar keine anderen Probleme. Ich habe das Problem, dass Frank weg ist. Ah, Sauerstoff. Geil. Der Stoff, aus dem die Träume sind. So. Wo ist Frank? Nein, Frank ist weg. Wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Nein, wir haben Frank verloren. Ich sehe ihn aber auch nicht. Er ist einfach lost. Ruhe in Frieden, Frank. Du warst uns immer... Huch! Du warst uns immer... Nein, ich habe keinen Schaber mehr. Nein! Du brauchst ein Werkzeug, um es zu zerlegen. Ja, ich zerlege dich gleich. Oder habe ich noch... Warte mal, habe ich noch das... Nein, habe ich nicht mehr. Verdammt. Okay. Egal. Ja, da müssen wir uns leider in dieser Folge von Frank verabschieden. Mach's gut, Frank. Wo auch immer du sein magst. Ich hoffe, dir geht's dort gut. Irgendwo wirst du deine Ruhe finden. Ruhe in Frieden, Frank. Nein! Ich traue ihm ein bisschen nach, muss ich sagen. Er war auch immer so unanständig. Ach, und wenn ich nur drüber nachdenke, was für eine schöne Zeit wir hatten. Er hat immer so wirre Gedanken gehabt und so tolle Ideen und er hat immer nachts das Licht angelassen, weil er nicht schlafen konnte, wenn das Licht aus war. Ach ja, ich vermisse ihn immer noch. Und wie kuschelig es einfach mit ihm war. Naja. Ach, Frank, mach's gut. Ich brauche jetzt was anderes. Ich brauche was Beruhigendes. Ja. Frank, mach's einfach gut. Du wirst immer in meinen Gedanken bleiben. So, okay. Genug getrauert. Ich würde sagen, wir schlucken den Alkohol. Temperatur plus 25. Nice. Alkoholrausch plus 20. was kostet uns eigentlich, so eine Flasche selbst zu craften?
wollen wir eben gucken. Zweimal Eis und Alkali. Alkali haben wir nicht. Müssen wir holen. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Denn für Batterien brauchen wir Alkali auch. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir wollten tatsächlich... Kann ich das ablegen? Ja. Süße Packung. Können wir gleich mal essen. Genau. Ich esse mal... Nein, ich habe es weggeworfen, ne? Bin so doof. Ich esse es mal und trinke mir dann direkt mal was. Wo haben wir denn Wasserflaschen? Da. So. Gut. Und dann würde ich sagen, wir wollten... War das da? Ich glaube, ja, ne? Mit dem Alkohol einmal dahin düsen. Wir haben drei Sauerstoffflaschen dabei. Das Aluminium packe ich auch mal eben weg hier. Dann haben wir das da liegen. Hier haben wir noch ein bisschen was zu trinken. Okay, wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Deswegen würde ich sagen, düsen wir mal eben mit unserem Moped. So. Einfach mal in die Kälte. Huch. Und gönnen uns gleich mal den Alkohol. Ich habe noch nie Alkohol getrunken. Also, im Spiel jetzt. Mal gucken, was das bewirkt. Vor allem der Alkoholrausch. Können wir da überhaupt noch Moped fahren? So, mal eben auftanken lassen, den Düsenantrieb. Den Daniel. Aber dass wir einen Düsenantrieb übersprungen haben, fand ich auch schon faszinierend. Krass. Weil wir dieses Schwarmarama einfach nicht gefunden haben. So, den Alkohol würde ich aber tatsächlich trinken, wenn wir so ein bisschen in Not sind. So. Okay, ich parke das Moped. Oh, warte mal, hier können wir öffnen, ne? Sehe ich gerade, hier sind Särge. Den haben wir ja noch. Warte mal. Aha. Dann düse ich mal. Ich, was, hasse verfickte Roboter. Benutzen. Kraftstofftank ist leer. Nein, wo müssen wir Kraftstoff auffüllen? Okay, ich nehme den Alkohol. A fuel tank with no fuel inside. To start the engines, you have to find some fuel, fill the tank and hack the control system of the ship. Rindfleischstücke benötigt. Was? Oh Gott. Warte mal, müssen wir doch alles. Okay. So, zu sagen, oh, oh, yeah. Wo füllen wir denn Rindfleischstücke? Wow, Eierschwille. Hui. Nehme ich mit. Wir brauchen unbedingt einen Schaber, fällt mir gerade ein, ne? Wir haben gar keinen Schaber mehr. Rindfleischstücke, war das nicht in dieser einen Station, wo wir waren? Gab es da nicht so Rindfleischstücke? Das müsste hier gewesen sein, irgendwo. Nimm mal den Sauerstoff. Und wir haben keinen Alkohol mehr, fällt mir gerade ein. Waren wir hier schon? Was ist das denn? Okay. Ja, das, okay. Jetzt das wiederfinden, das haben wir schon... Die Station haben wir schon entfernt gehabt, ne? Ja, verdammt, das war nicht hier. Das weiß ich. Das war nicht... Oder war das da? Nee, da war das mit der Mayo. Das muss hier gewesen sein, irgendwo. Irgendwo da in der Nähe von der Station. Dahinter... Hinter den Asteroiden irgendwo. Rindfleischstücke. Okay. Holen wir uns erstmal kostenlos Sauerstoff da, würde ich sagen. Ich meine, das war da oben irgendwo. Da, glaube ich. Da ist die Station so ungefähr zu sehen. Da war das, glaube ich, mit dem Fleisch. Ich meine, das waren... Waren das diese Scheiben, die wir gefunden haben? Aber wieso braucht das Rindfleisch? Was zur Hölle ist... Ich frage auch gar nicht erst nach. Dieser schwarze Humor halt.
bin mich die ganze Zeit überlegen, ob ich mich mal trauen soll, durch den Ventilator zu fliegen. Einfach so, weil wir es können. Hui! So, da oben zur Station müssen wir hin. Da, glaube ich, irgendwo. Ich nehme mal eben, wie gesagt, Sauerstoff auf. Und Eis würde ich gleich eben einmal sammeln. Für den Alkohol, weil wir brauchen nämlich wieder Alkohol. Da sehe ich doch... Nee, das ist Nahrung, ne? Das ist Nahrung. Aber Eis finden wir auf jeden Fall bei uns an der Station. Das ist nicht das Problem. So, ich trau mich mal. Oh! Ah, war eine Mutprobe für mich selbst. Genau, da oben. Wusste ich doch. Habe ich doch noch einen guten Orientierungssinn. So. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, das sind die Fleischstücke, die ich da gesehen habe in der... Weiß ich was, vorletzte Folge oder so? Ich bin mir nicht sicher. Hier war das, glaube ich. Jetzt geht wieder... Oh, guck mal, hier schon wieder Dosen. Dosen nehme ich mit. Sind die neu gespawnt? Nee, ne? Bio-Blue is the basis of a synthetic organism. The composition is too complex for homebrew reproduction. Fleisch, neue Blaupause, Steak. Oh, lass mich raten. Aber ich kann ja hier Steak mitnehmen. Wie viel brauchen wir denn davon? Weil, oh Gott, stand da 10 oder so? Nehmen wir vorsichtshalber ein paar mit hier. Ja, Metall nehme ich auch mit. Da sind noch Steakstücke. Jede Menge. Ich wusste nicht, dass das eine Ressource ist. Kann man mal sehen. Wahrscheinlich brauchen wir dafür dieses, na, wie hieß es denn noch? Hier diesen nicht Rindenmulch, synthetische Dings. Gibt's hier auch Eis vielleicht? Zufällig? Ich frag für einen Freund. Nein? Aber hier war doch noch. Hier war doch noch eine andere Station, die so offen war, ne? Wo war denn das? Da! Genau. Wusste ich doch. Gab's doch noch mehr Steak? Hier, die fliegende Kuh. Juhu! Das Gesicht! Hallo, rette mich. So, okay. Lass mal gucken. Hier müssen noch ein paar Steaks rumfliegen. Ob die lecker sind, ist mal dahingestellt. Da. Da auch noch. Da auch noch. Steak. I want to be a steak. So. Steak in der All. Die Dosen nehmen wir natürlich auch mit, weil damit können wir ja gut Sprengstoff herstellen, falls wir wieder was brauchen. So. Da ist auch noch was. Ich muss normalerweise immer alles ankrabbeln, damit ich hier rausfinde, was eine Blaupause ist und was nicht und so. Ich vergiss das immer. Das ist so wichtig in diesem Spiel. So, Steak. Steak. Ja, ich sehe schon Sauerstoff. Hallo? Hallo? Hui! Düse mal daran vorbei. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, ob das... Da fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel für die Konsolen kommt. Das ist mir... Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Falls das jemand interessiert. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Weil das ist ja, glaube ich, jetzt in der... Ich glaube, ist es raus aus der Early Access? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich meine ja. Meines hat jetzt, glaube ich, die Version 1 erreicht, ne? Glaube ich zumindest. Habe ich nicht gerade hier noch irgendwo was gesehen? Hier war doch irgendwo noch ein Steak am rumfliegen, oder? Da. Ich sehe es. Nee, da ist eine Dose. Die nehmen wir mit. Alter. Aber das ist Fleisch. Das ist nicht Steak. Wahrscheinlich brauchen wir Fleisch für Steak machen. Würde ich für wetten. Gut, dann düse ich mal zurück zu unserem Moped. Noch ein bisschen Dünger mitnehmen hier. Werden wir bestimmt brauchen. So. Ja. Gut, Moped, wo bist du? Da. Warte mal. Ach, wir haben keinen Schaber mehr, ne? Ah, Mist, wir hätten Schaber erstellen sollen. Egal. So, jetzt geht's erstmal zurück zur Station. Und dann werden wir uns nochmal Alkohol gleich craften. Aber da brauchen wir Alkali für, ne? Ah, Mist. Gibt es hier irgendwo einen Asteroiden, wo Alkali drauf ist? Ich habe noch nichts gesehen, verdammt. Komm, ich tank noch mal eben Sauerstoff da an der Station.
meine, ich hatte Alkali irgendwo gesehen. Kriegen wir ja mit dem Greifer. Ich glaube, wir haben hier sogar noch einen Greifer. Der hat zwar noch Haltbarkeit 5, aber damit kriegen wir bestimmt noch... Ja, 5 Dinger kriegen wir da bestimmt noch raus mit. So. Da sind wir schon. Einmal bitte Sauerstoff. Gut. Und... Ja, wie gesagt, dann würde ich gucken, dass wir vielleicht nochmal Alkohol kriegen, damit wir da nicht erfrieren. Das ist echt ein super Tipp gewesen von dem netten Zuschauer in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ja, man lernt nie aus. Das ist wie im echten Leben. Man muss sich aber auch mal was sagen lassen. Heutzutage auch schwieriger, ne, geworden. Leute was zu sagen, die fühlen sich dann direkt immer auf den Schlips getreten. Ne? Wenn man Leuten irgendwie was sagt. Also ich komme noch so aus einer Generation. Gott, jetzt fängt der schon wieder damit an. Gott, ist der alt. Ich komme noch aus einer Generation so, wo man sich gegenseitig auch noch so hilft und unterstützt mit so Sachen wie zum Beispiel so, ja, probier das mal so zu machen. Das könnte vielleicht leichter sein oder das geht dann besser. Und man nimmt dann diese Hilfe an und akzeptiert das. Und hey, cool, geil, ich habe daraus gelernt. Aber heutzutage finde ich immer schwieriger. Es gibt so Leute, denen sagst du irgendwas, wie sie das vielleicht besser machen können. Und die fühlen sich direkt beleidigt sind dann sofort so aggressiv und, ah, furchtbar, schrecklich. Schrecklich einfach. Was ist nur mit der Welt los? Ich flüchte mich gerne immer in solche Welten. Da habe ich meine Ruhe. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt. Ich bin da ein großer Terminator-Fan. Wissen ja einige von euch. Ich habe mir jetzt tatsächlich die Terminator Collectors Edition von Limited Run Games bestellt. Die haben jetzt so eine Terminator Edition für die PS5 irgendwie raus. Die ist noch, also die wird noch gebaut. Also die ist noch nicht fertig. Also ist jetzt nicht viel drin. Ich glaube so eine Steelbook Edition, ein paar Karten und so. Aber fand ich ganz gut. Aber worauf ich hinaus wollte, in dem Film gab es einen Spruch von dem Terminator, also von Arnold Schwarzenegger, im Deutschen übersetzt, sagte er, weil John Connor ihn fragte, wir werden es nicht schaffen, und da sagte der Terminator, sagte, es liegt in eurer Natur, euch selbst zu zerstören. Und wie wahr das einfach ist, das ist gar nicht so weit hergeholt, würde ich sogar behaupten. Oh, Fleisch! Hunger 100! Oha! Mit einmal Fleisch! Ja, nice. Machen wir doch erstmal. Hunger 100. Alter Schwede. Ich droppe mal eben hier die Sachen. So. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, wir brauchen Steak, ne? Oder war das Fleisch? Ich würde mal so 10 mal Steak machen. 5 haben wir jetzt. 6. 7. Diese dramatische Musik im Hintergrund. Neun. Und 10. So. Gummi lasse ich auch mal hier. Und dann würde ich... Haben wir 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Warte mal. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt aber. So. Gut. Wir wollten auch noch einen Schaber machen. Ich weiß. Und ich nehme nochmal 2 Sauerstoffkerzen mit. Ich trinke nochmal einen Schluck. Aber wir kriegen keinen Durst davon. Wundert mich ein bisschen. Wir können uns mal nochmal ein Steak... Pass auf, ich mache mir... Alter, was ist denn hier los? Ich sollte vielleicht mal das hier hinschmeißen wieder. Was wir nicht brauchen. Und einen Schaber wollte ich mir bauen. Ich crafte mir nochmal ein Steak. Und ich würde eins mal essen, um mal zu gucken. Benutzen. Nein, wir kriegen keinen Durst davon. Nice. Aber ich würde trotzdem einmal was trinken. Und dann würde ich jetzt mir... Am besten 2 Schaber nochmal eben schnell bauen. Ah, 3-mal Metall brauchen wir dafür. Oha. Scannerhaltbarkeit 10, Bohrer 8.
Greifer wäre auch noch ganz cool. Was brauchen wir denn nochmal? Einen Greifer? Ah, eine Batterie, ne? Hatten wir die nicht auch gefunden gehabt? Verschlüsseltes Band. Ich meine, wir hatten eine Batterie gefunden. Aber wo habe ich die jetzt hingeschmissen im ganzen Chaos hier? Ja. Opas Rückenkratzer. Ja, wenn ich jetzt wüsste. Wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht wüsste. Wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht wüsste, wo ich die Batterien geschmissen habe. Warte mal, ich schmeiß das nochmal hin. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Mist, wo habe ich die Batterien gefeuert? Mann, gebe mir die Batterie! Dup, 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 dup. Mist, in dem Chaos komme ich hier. Ich gehe völlig unter. Oder wir gehen auf die Suche nach Alkali. Okay, pass auf. Wir machen das mit dem... Oh, warte mal, Alkohol wollten wir bauen, ne? Ah, da brauchen wir, glaube ich, Alkali für. Das war doch, glaube ich, so, ne? Ja, zweimal Eis, zweimal Alkali. Wir brauchen aber auch Batterien. Habe ich nicht hier? Da sehe ich doch. Da ist doch irgendwas. Oder ist das Aluminium? Da haben wir schon abgefarmt. Aber wir können uns hier mal umgucken, ob wir hier irgendwo Alkali finden. Setz dich da drauf! Hier ist doch Alkali, oder? Oder ist das... Eis? Nee, das ist Eisvorrat. Kann ich wie abbauen? Wie baue ich das denn nochmal ab? Ach, handlichen Schaber. Warte. Okay, ausgeschöpft. Alkali wäre auch noch echt toll. Das war ja so orange-bläulich, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Frage natürlich, wo finden wir das? Vielleicht finden wir auch so irgendwo Alkohol, kann natürlich auch sein. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein Landungsschiff und ein Rettungsboot. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Gab's nochmal ein Lied von Herbert Grönemeyer? Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist das Rettungsschiff in deiner Not. Alkohol, Alkohol, Alkohol. So, vielleicht kriegen wir ja auch hier Alkohol. Gucken wir mal. Wir haben ja hier ein paar Container. Glaub zwar nicht dran, dass wir die... Ich hätte gerne den unendlichen Schaber. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Verdammt, hier gibt es keinen Alkohol. Oder wir riskieren es einfach so. Let's go. Ich bin mutig. Sehr, sehr mutig. Gleich nochmal Sauerstoff nehmen, bevor wir jetzt da reindüsen. So, das machen wir am besten jetzt. Sauerstoff. Und let's go. Ja, ja. Da ist auch noch eine Station, ne? Waren wir da schon drin? Warte mal. Vielleicht können wir hier auch Sauerstoff tanken. Was macht der denn da? Hallo, was hat der da? Was zur Hölle? Ein Spielzeug aus der Kollektion Myris. Sie startet ihre Produktion zur Ehre des Jahrtages der Erfindung der synthetischen Kuh. Genauer gesagt zum Gedanken an den lebenden Kuh. Nach der Erfindung der synthetischen Kuh gab es keinen Sinn mehr, den Lebenden zu züchten und zu halten, was zu ihm fast vollständig zu ihrem Aussterben führte. Okay. Alkohol? Ah, irgendwo in der Station hatten wir, glaube ich, auch Alkohol.
Bin mir nicht sicher, aber ich meine ja. Konsole. Kann nichts machen an der Konsole. Extrahieren. Heckenschere benötigt. Nein, wir erfrieren. Oh nein. Wo ist mein Moped? Oh fuck. Oh fuck. Hier ist warm, ne? Okay. Let's go. La 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 la. Keine Gefriergefahr. Ich bin ready. I am ready. I am ready. I am coming. So, let's go. War das nicht hier? Hallo, ich muss auftanken. Rindfleisch. Rindfleisch benötigt. Wo kriegen wir Rindfleisch her? Nein, es ist Rindfleisch. Oh fuck. Es ist Rindfleisch, was wir benötigen. Holy Jesus. Ich dachte Fleisch. Aber Rindfleisch auch noch wählerisch sein hier oder was? Na, ganz großes Kino. Wer wird denn da gleich, wer wird denn da gleich ausflippen? Ja, das ist ja nicht so toll. Wo kriegen wir denn Rindfleisch her? Da müssen wir gleich mal googeln in der Wikipedia. Oh shit. Ja gut, Gott sei Dank brauchen wir jetzt keinen Alkohol. Puh. Brrr. Gott sei Dank. Naja. Immerhin. Aber wir haben schon mal 2 von 6 Strahlung gesenkt. Wir kommen unserem Fortschritt allmählich näher. Alkali irgendwo vielleicht? Hier irgendwo? Alkali? Nein? Nein? Okay. Dann nicht. Ach ja. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal ein wenig hier um. Das Fleisch, aber kein Rindfleisch. Oder Ressource Rindfleisch? Hm. Oder das ist Dose, nee, Dose Rindfleisch. Aber da stand Rindfleisch, da stand nicht Dose Rindfleisch, ne? Essen, Ausrüstung, Ressourcen, zusammengesetzt, Objekte, Fahrzeuge. Oh, warte mal, Fahrzeuge. Oh, wir können den auch bauen, ne? Oder? Ah, nee, doch nicht. 2 von 3 nur. Hm, Treibstofftank, Unteratmosphäre, Tank. Grundlagensystem, Organismus. Die Kompetenz, okay. Hm. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir Rindfleisch bekommen. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Ja, spannend wie eh und je. Hallo? Oh. Spannend wie eh und je in einer weiteren Folge Brief Edge. Da seid ihr wieder dabei und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo Rindfleisch herbekommen. Also macht's gut. Tschüss.